So, liebe So, also Teilnehmer, erstmal. ja, sag bitte. Nein, 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 fang an. Mach Okay, weiter, bitte. ich wollte ganz offiziell starten. Mein Name ist Nadja Blust, ich bin DAF-Lehrerin und ich begrüße alle DAF-Lehrer in der ganzen Welt heute am 15. Februar am Abend mit Silvia aus Buenos Aires. Und dieses spannende Thema interessiert uns sehr, weil wir wirklich sehr gerne auch eigene Spiele erstellen wollen. Und das zeigt uns Silvia. Silvia, du hast das Wort. Danke, hallo. Erstmal für mich guten Tag, für euch guten Abend. Ich freue mich, hier teilzunehmen. Ich hoffe, ich spreche nicht zu schnell. Also, wenn ich zu schnell spreche, Nadja, sag mir bitte Bescheid, denn ich spreche normalerweise sehr schnell. Also, das Thema Gamification ist ein Thema, das ich war immer dafür interessiert. Vor allem Spiel im Unterricht, aber Gamification ist ein bisschen mehr. Und das ist gerade das Thema, worauf ich mich jetzt zurzeit, mit dem ich mich beschäftige. Und dann wollte ich zuerst mal eine Einführung machen, denn man hört hier vieles. Gamification, es ist nicht nur ein schönes englisches Wort, sondern es steckt auch etwas dahinter. Gamification. Wenn wir ganz genau sehen, gibt es überall in unserem ganzen Leben solche gamifizierte Sachen. Zum Beispiel, wenn ich hier tanken gehe, dann bekomme ich Punkte, oder wenn ich fliege, bekomme ich Meilen, und wenn ich die Meilen habe, kann ich einen Preis bekommen oder ich kann an einem Wettbewerb teilnehmen. Das sind eigentlich Elemente, die normalerweise in den Spielen vorkommen. Und das ist eigentlich, was Gamification bedeutet, dass man diese Dynamik eines Spieles in eine Situation einführt, die eigentlich nicht ein Spiel ist. Zum Beispiel, wenn ich hier von meiner Bank Punkte bekomme, weil ich Sachen kaufe, kaufen ist eigentlich nicht, was ein Spiel macht. Aber ich bekomme die Punkte und dann bekomme ich Preise und dann kann ich das umtauschen und dann bin ich in einem anderen Niveau und dann, das sind diese Sachen, Elemente, die normalerweise in den Spielen vorkommen, die aber jetzt woanders auch genutzt werden. Zum Beispiel die Treuepunkte von den verschiedenen Geschäften. Wenn man Dienstleistungen macht, bekommt man auch, man bekommt Preise, Belohnungen, und manchmal konsumiert man oder wählt eine Option und nicht die andere, weil gerade diese Treuepunkte oder Preise da sind. Und welche sind da denn eigentlich diese Elemente? Zum Beispiel Fortschritt anzeigen. Ich habe hier von meinem Candy Crush, das ich gerne spiele, das sind diese Elemente, die im Spiel vorkommen. Es wird ständig gezeigt, wo stehe ich, wohin, wie viel fehlt noch, damit ich bis zum nächsten Niveau komme. Es kommen Ranglisten, also wer ist der Erste, in welchem Platz bin ich. Ein anderes Element sind die Quests. Quests sind, dass ich, gut, jetzt muss ich 10 verschiedene Niveaus schaffen und dann bin ich woanders. Die Transparenz ist auch eine Sache, die wichtig ist zu wissen. Wenn ich diese Bewegung mache, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann passiert Folgendes. Zum Beispiel, wenn ich Mensch ärgere dich nicht spiele, dann weiß ich, wenn ich gerade auf das Feld falle, wo ein anderer Stein steht, dann werfe ich den weg. Und ich weiß, wenn jemand wirft und gerade auf mein Feld kommt, dass ich dann zurück nach Hause komme. Diese Elemente müssen ganz klar am Anfang sein. Es muss auch eine Rückmeldung sein. Je schneller diese Rückmeldung ist, desto besser. Denn sonst ist die Dynamik zu zäh. Und das ist dann auch nicht das Ideale. Dann gibt es Spiele, die haben ein Epic Meaning. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man Spiele hat dann muss man eine Prinzessin helfen oder irgendjemanden etwas machen und dann ist man ein Zauberer oder so etwas. Irgendetwas, eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte, die einem führt und die einem in diese Fantasiewelt hineinbringt.
Und manchmal ist auch die Gruppenarbeit ein Teil von dieser Spieldynamik. Ein Spiel, das wir dann im Unterricht einsetzen, je mehr von diesen Elementen in diesem Spiel sind, desto interessanter wird es. Das will nicht heißen, dass ich absolut alles alle nehmen muss. Zum Beispiel vielleicht Epic Meaning ist nicht so wichtig manchmal, aber doch ist wichtig, dass es Transparenz gibt, dass man weiß, wo bin ich, wohin kann ich gehen und vor allem die Rückmeldung, dass sie so schnell wie möglich stattfindet. Wie gesagt, je mehr Elemente ich einsetze in meinem Spiel im Unterricht, desto interessanter wird es auch für alle. Was erwartet man denn eigentlich? Man erwartet, dass diese das Engagement der Schüler steigert, dass sie motivierter sind, dass es zu einem größeren Lernerfolg führt und dass es auch zu einer Verhaltensänderung kommt. Und da komme ich dann kurz, da zeige ich euch, was ich damit meine. Es gibt Gamification eigentlich, kann man in verschiedenen Stufen sehen. Es ist spielebasiertes Lernen, es ist aber nicht nur Spiele im Unterricht. Ich kann meinen ganzen Unterricht gamifizieren. Und das kann ich auf zwei verschiedenen Weisen machen. Analog, das haben wir sehr oft gemacht, wenn wir an der Tafel irgendetwas aufschreiben und da steht, also Gruppe A, B, C, D und dann haben sie so viele Sternchen oder die haben das und jenes gemacht und ich diese Fortschritte auf Plakate oder woanders festhalte, dann ist das auch schon eine Art von Spiel. Ich kann auch Lobkärtchen machen oder Abzeichen, wenn eine Gruppe irgendetwas toll gemacht hat. Und das sind Formen, wie ich spielerisch meine Klasse managen kann. Es gibt dann auch es gibt mehrere Apps. Ich wollte euch nur diese zwei zeigen, nicht darauf eingehen. Das könnt ihr dann nachher euch angucken, falls ihr das interessant findet. Das wäre, um das digital zu machen, ClassDojo oder ClassKraft. Der Unterschied ist, ClassDojo ist einfacher zu handhaben als ClassKraft. Und ClassKraft ist eigentlich eher für ältere Schüler. Das Gute ist, dass man da, Momentchen, wo bin ich hier? Habe ich hier ClassDojo zum Beispiel? Hier habe ich meine Gruppe. Deswegen meine ClassDojo ist eigentlich bis zur vierten Klasse, denn die Bilder sind ein bisschen kindisch, aber ich kann hier zum Beispiel, hier habe ich ein Mädchen, kann ich hier verschiedene Lobkärtchen machen, ich kann hier Punkte geben und ich kann das den Eltern mitteilen, ich kann ein Portfolio machen, die Schüler können machen, ich kann auch festhalten, was ich mit meiner Klasse mache und es den Eltern verschicken. Ich kann auch negative Punkte geben. Ja, also normalerweise ist man da etwas sparsamer mit den negativen Sachen, aber positive Sachen, dass er in der Gruppe schön arbeitet, dass er es weiterhin versucht, dass er anderen hilft, dass er fokussiert ist in seiner Arbeit, dass er mitmacht. Also all diese Punkte helfen mir, damit ich dieses Management in der Klasse auch spielerisch gestalte. Sie können auch diese Monster selbst ändern, wenn Sie wollen. Und Klasskraft ist eigentlich komplizierter. In der kostenlosen Version ist auch nicht so viel zu machen. Man muss schon ein bisschen dahinter sein. Aber die Idee ist, dass es Teams gibt und dass im Team mindestens einer von diesen drei verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, Zauberer und Magier und es sind drei verschiedene Charaktere, die es gibt und dass die zusammenarbeiten und dass dieses Team dann, je nachdem, welche Punkte es hat, anderen helfen kann und die verschiedenen Aufgaben löst. Im Prinzip ist es, ich gebe Ihnen die Aufgaben ganz normal, ganz normale Aufgaben und ich gebe Ihnen dann Punkte, wenn Sie oder
nehme Punkte ab, wenn sie etwas Positives oder Negatives machen. Es ist nicht so einfach zu machen, also man muss sich da schon einarbeiten. Es ist aber eine Form, dass die Kinder spielerisch ihre Verhalten ändern. Zum Beispiel, wenn sie wissen, ich bekomme Heilpunkte in Klasskraft oder ich kann wieder zu Leben kommen, wenn ich anderen helfe, dann werde ich versuchen, anderen zu helfen, statt die Sache nur für mich alleine zu haben. Oder wenn ich weiß, wenn ich diese Arbeit so und so mache, dann bekomme ich mehr Punkte, dann lerne ich vielleicht mehr die Vokabeln, die ich lernen muss, damit meine Gruppe, mein Team oder was auch immer sei, diese Punkte bekommt. Das ist, was man eigentlich erwartet von dieser Verhaltensänderung. Es ist aber nicht so einfach, den ganzen Unterricht zu gamifizieren. Es ist auch nicht, meiner Ansicht nach gibt es auch da Grenzen. Man muss da immer, wenn man anfängt, das zu machen, muss man ganz genau beobachten, wann ist der Moment, Schluss zu machen. Denn Spiele brauchen manchmal auch ein Ende. Und vielleicht ist es nicht so gut, dass ich zum Beispiel sage, ich werde von hier bis zu Jahresende alles gamifizieren, sondern ich sage, gut, in diesem Monat werden wir das so machen. Und wenn ich sehe, dass die Klasse das weiter will und sich da irgendwie eingebracht haben und dass der ganze Aufwand sich gelohnt hat, dann kann ich es vielleicht noch verlängern oder noch eine zweite Chance machen. Aber die Zeiten sollten anfangs nicht so lang sein, damit man es sehen kann. Nicht jede Gruppe reagiert gleich. Aber man sollte es jedenfalls mit jeder Gruppe mal probieren. Was man normalerweise macht, ist entweder eine Stunde gamifizieren, also auf Spiele basieren, oder ein Teil der Stunde. Und da gibt es genauso wie in diesem Klassenmanagement analoge und digitale Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich habe jahrelang solche Spielfelder benutzt und zum Beispiel auf diesem Spielfeld war es so, dass, Momentchen, wo habe ich das hier? Dass sie mussten den Würfel werfen und wenn sie auf diesem Feld kamen, hatten sie eine Aufgabe, wie zum Beispiel, schreibe den Satz, meine Mutter fotografiert Kerne an die Tafel, ein Mitschüler diktiert dir den Satz oder stell dich auf den Stuhl und singe. Und wenn sie hier zur Frage kamen, hatten sie eine Aufgabe. Und die Antwort stand unten, also die konnten sie nicht sehen. Ja, also der eine zeigt ihm die Karte, deckt mit den Fingern die Antwort und dann kann er kontrollieren. Das heißt, der andere bekommt gleich diese Rückmeldung. Ob die Antwort auf der Karte steht, macht auch, dass ich mich als Lehrer ein bisschen zurückziehe und die Kinder in ihrer eigenen Dynamik spielen können. Und sie vergessen, dass man drumherum flattert und sieht. Natürlich, zurückziehen heißt, ich gehe durch die Gruppen und schaue mir an, was sie tun. Und ich höre auch mit. Und manchmal, wenn sie Hilfe brauchen, greife ich auch dann ein. Das ist nicht so, dass ich einfach sitze und einen Kaffee trinke. Ein anderes Spielfeld, das ich sehr oft benutze, ist das hier. Sie müssen werfen, wenn Sie auf das grüne Feld kommen, müssen Sie eine Karte ziehen. Wenn Sie auf das gelbe kommen, müssen Sie entweder von dem hier zum Anfang, von diesem gelben Punkt zum vorigen gelben Punkt, von diesem gelben Punkt zum dem hier. Warum mache ich das? Weil es sollte ja auch sein, dass auch ein bisschen Glück im Spiel ist. Und wenn das Spiel nur so ist, dass derjenige, der gelernt hat und derjenige, der schneller ist oder begabter ist, gewinnt, dann werden die anderen bald keine Lust mehr haben zu spielen. Aber solch ein Faktor ermöglicht, dass ein Schüler, der vielleicht nicht so gut ist, doch gewinnt. Weil er Glück hat, weil er nicht auf die grünen Felder fällt, weil er halt genau hier angekommen ist und der Gute musste immer wieder zurückgehen. Und solche Sachen machen, dass das Spiel dynamischer ist. Und solche Sachen muss man auch im Kopf haben, wenn man ein Spiel macht, dass alle
vielleicht die Chance haben zu gewinnen, nicht nur die Guten. Denn sonst lässt das Interesse sehr schnell nach, jedenfalls diejenigen, die nicht so gut sind. Das andere ist diese Breakout-Box. Ich liebe Breakouts. Und ich habe sie hier, das ist genau die gleiche. Also ich habe sie so gemacht, es ist zu viel Aufwand. Also man kann das gleiche auch mit einem Schuhkarton machen. Ich habe da, wie ihr seht, ein Schloss. Und in dieser Box kommt irgendetwas rein. Also ich habe Bonbons benutzt, aber es kann auch sein, Karten, in denen die Möglichkeit steht, dass sie zum Beispiel eine Aufgabe nicht abgeben müssen oder dass sie 5 Minuten früher in die Pause gehen können oder solche kleine Sachen. Es muss ja nicht immer ein Bonbon sein. Und was ich hier gemacht habe mit dieser Breakout-Box, wie ihr seht, sind da 2 Versionen, denn diese erste Version hat nicht funktioniert. Es sind eigentlich Schlösser mit 4 Zahlen. Und dann bekommen Sie 4 verschiedene Aufgaben. Wenn Sie eine Aufgabe zu Ende haben, bekommen Sie die Lösung zur ersten Zahl. Und dann habe ich gemacht, dass die erste Lösung ist im Morse-Code. Da steht, das ist die erste Zahl ist die 5, aber das steht im Morse-Code und das müssen Sie entziffern. Eine andere Station ist, ich habe es mit Chlorin geschrieben, auf ein Papier, eine Rechnung habe ich Ihnen geschrieben und dann müssen Sie mit diesem UV-Licht, müssen Sie das herauslesen und rechnen und dann haben Sie die zweite Zahl. Die andere Station ist mit einem roten, wie heißt es, mit einer roten Brille, müssen Sie sehen und da können Sie entziffern. Es gibt viele Bücher, die so die Lösungen haben. Da ist so ein Feld, und in grauer, hellgrauer Schrift steht etwas, aber drüben ist alles rot und mit einem roten Cellophane-Papier kann man das sehen. Und da steht die andere Zahl. Und das andere war ein Cäsar-Code. Das ist auch so eine, da steht zum Beispiel A ist E. Und dann müssen Sie das Ganze umschreiben und dann bekommen Sie die letzte Zahl. Das dauert viel Zeit, bis Sie das alles entziffern. Aber das macht, dass es witzig ist. Spiele brauchen manchmal mehr Zeit als gewöhnliche Aufgaben. Die Aufgaben, die ich Ihnen aber bis jetzt immer gegeben habe, sind ganz normale Aufgaben, die mit Fragen oder Tabellen ergänzen oder Verben konjugieren. Einmal habe ich von einem Buch, da standen 18 Fragen, dann habe ich sie in 4 Gruppen geteilt. Da sagen, also wenn du die Frage 1 bis 5 hast, bekommst du die Lösung für die erste Zahl, dann die zweite, dann die dritte. Man muss dann sehen, wie man das macht, damit es nicht immer so viel Aufwand. Anfangs ist es schwer, diese ganze Box zu basteln, aber danach kann man sie ständig einsetzen ohne viel Aufgabe mehr. Aber wie gesagt, es lohnt sich nicht, diese ganze Arbeit. Ich hatte Ferien und ich hatte Zeit, aber mit einem Schuhkarton ist es mehr als genug. Das andere Spiel, das ich ganz gerne spiele oder das die Kinder auch gerne spielen, ist Carbon. Das ist so eine Dose und hier sind Eis, das hier. Und ich habe hier bei denen stehen die Verben in Infinitiv. Und das kann man dann, ich lasse sie dann ziehen. Sie müssen dann ziehen. Hier steht zum Beispiel schwimmen. Ups, so. Und dann müssen Sie einen Satz im Perfekt sagen. Wenn das richtig ist, können Sie das behalten. Wenn es falsch ist, müssen Sie das wieder in die Dose stecken. Wenn jemand aber Kaboom bekommt, dann muss dieses Kind alle Stäbchen, die es hat, zurück in die Dose hineintun. Dieses Spiel ist ein unendliches Spiel. Da muss man Zeit lassen oder wenn ich die letzten 10 Minuten, wenn das, bis die Pause beginnt. Und das Problem davon ist, ich bin nicht immer dabei und ich kann nicht immer hören, ob sie das richtige Verb sagen. Aber normalerweise einer in der Gruppe weiß, ob es richtig ist oder nicht oder schaut auf die Liste und damit löst sich das Thema.
Das sind kleine Spiele, die man zwischendurch machen kann, wenn man Spiele im Unterricht benutzt. Aber vergiss nicht, gamifizieren bedeutet, dass ich den ganzen Unterricht spielerisch gestalte. Ich kann aber auch Spiele im Unterricht einsetzen. Das ist, was wir bis jetzt meistens gemacht haben. Jetzt zu diesen digitalen Varianten. Diese werde ich nicht mehr zeigen. Die kennt jeder. Learning Apps, Quizlet, Kahoot, Anton. Das sind alles verschiedene Apps, die sehr nett sind, die sehr gut sind, aber die braucht man jetzt nicht eingehen. Die sind super bekannt. Schlaukopf sind schöne, gute Übungen. Das Problem ist, das ist eher für Muttersprachler. Ich unterrichte an einer deutschen Schule und ich habe viele Muttersprachler. Deswegen kann ich die manchmal einsetzen, aber nicht für alle. Die sind eigentlich ganz nett, die Aufgaben. Ich kann sie aber nicht verändern. Das heißt, einige werden die lösen können, andere nicht. Wenn man eine leistungsstarke Klasse hat, kann man die auch einsetzen. Wenn man in einem Institut oder so unterrichtet, sollte man vielleicht das nicht mehr einsetzen. Ich glaube nicht, dass das für ein Institut, für eine solche Gruppe taugt. Genially, das ist gerade auch hier, womit ich meine Präsentation gemacht habe, ist eine Seite, die ich sehr liebe. Und die ich auch sehr, sehr oft benutze. Und es gibt auch eine ganze Anzahl von Präsentationen zum Gamifizieren. Man muss immer hineingehen und gucken, denn diejenigen, die einen Stern haben, sind in der bezahlten Version. Aber die verändern sich immer. Und jedes Mal, die bleiben ein paar Monate nur für die bezahlte Version und dann werden sie freigegeben und dann kann man sie einsetzen. Es gibt jedes Mal mehr solche Spiele. Zum Beispiel, mal sehen, ich habe viele Breakouts gemacht von dieser Seite. Zum Beispiel für die A2-Prüfung. In meiner Schule wird die A2-Prüfung der KMK durchgemacht und die Schüler mussten üben. Und dann habe ich das Leseverstehen, das sie normalerweise auf Papier machen, gerade weil wir dieses letzte Jahr als in Videokonferenz gearbeitet haben. Wir hatten 2 Wochen Präsenzunterricht und ein ganzes Jahr Digitalunterricht. Und das heißt, wir mussten halt eben digitale Optionen machen. Seht ihr, hier habe ich ein Epic Meaning. Ich habe hier in der Einführung und hier ist eine Geschichte. Du machst Urlaub in China und wirst von den Soldaten des Königs von Pixelstoß gefangen genommen. Du musst tapfer sein und die Prüfungen des Königs bestehen, um die Münzen zu bekommen. So, das ist die Hintergrundgeschichte und dann müssen Sie hier zu den verschiedenen Aufgaben gehen. Und hier habe ich einfach getippt, was im Leseverstehen steht. Und dann müssen Sie hier die Tür wählen. Mal sehen, ob das die richtige Tür war. Nein, dann müssen Sie wieder anfangen. Also solche Spiele sind sehr beliebt bei den Kindern. Vor allem, weil es viel einfacher ist. Sie machen die gleiche Arbeit, die sie ansonsten zu Hause oder auf den Blättern machen. Aber auf diese Art merken sie es nicht. Und das Gute ist, dass sie das eins um andere Mal wiederholen, bis sie es schaffen. Und das ist auch eine der Eigenschaften, die Sachen, die man erwartet oder man sich eigentlich verspricht von diesem Gamifizieren, dass die Kinder weiter üben, damit sie gut werden. Wenn die Kinder stundenlang mit der PlayStation spielen, bis sie endlich ein Niveau schaffen, das erwartet man eigentlich, dass sie auch so vielleicht stundenlang die Vokabel lernen oder die Zeiten lernen oder die Sachen lernen, damit sie besser werden. Und das passiert zum Teil auch. Also Wordwall kennt ihr bestimmt. Ich glaube, Nadia hat mir gesagt, ihr habt schon eine Präsentation davon gehabt. Hier gibt es sehr viele
sehr viele Optionen, Spiele zu gestalten. Ich kann diese Seite auch nur empfehlen, denn es ist auch sehr einfach zu bedienen, sehr einfach Aufgaben zu erstellen und es ist auch sehr einfach, sie zu verändern. Ich kann die gleiche Aufgabe dann nur mit einem Klick in eine andere Art von Aufgabe verändern und das ist dann ganz einfach für mich als Lehrer, weil ich nur 12 Sätze schreibe und dann in verschiedene Formate zeige und die Kinder üben sie eins um andere Mal. Ein anderes ist Goose Chase. Goose Chase, das Problem ist, es ist auf Englisch. Ja, also da muss man schon ein bisschen sich durchschlängeln. Es ist ein bisschen wie Action Bound. Das ist auch so wie eine Schnitzeljagd. Ich glaube aber, es ist etwas einfacher, die Missionen zu machen. Und ich habe hier so eine kurze Mission als Beispiel gemacht. Zum Beispiel, was versteht man unter Schulsachen? Also wenn ich das Thema Schulsachen mit den Schülern mache und dann müssen sie es schreiben. Es gibt verschiedene Formen der Übungen, die man machen kann. Oder ich gebe verschiedene Namen von den Schulsachen, die wir gerade geübt haben, Radierer, Bleistift und so weiter. Und sie müssen mit ihrem Handy oder mit ihrem Tablet fotografieren. Sie fotografieren einen weißen Radierer, suche dreckige Filzstifte, male mit einem Füller ein Haus. Und dann müssen sie ein Foto machen und es mir zuschicken. Das bedeutet natürlich, dass die Kinder ihre Handys haben müssen, dass die Verbindung auch gut sein muss. Aber es ist auch sehr interessant. Und das kann man auch für eine Zeit lang programmieren. Man kann 10 Minuten machen, aber man kann auch eine Woche machen. Gerade wenn man nicht im Präsenzunterricht ist, kann man sagen, gut, ich mache ein Ghost Chase, erzähle, was du im Tagesablauf machst und dann mache ein Foto von dir beim Frühstück und schreibe die Sachen, die du gerade isst, dann mache ein Foto mit deiner Familie, was spielst du am Nachmittag und dann können sie das eine ganze Woche lang dokumentieren und zuschicken und am Ende kann man dann einen Preis verleihen, wenn man will. Also das ist aber eine sehr schöne Seite und eigentlich sehr interessant zu machen. Das sollte man eigentlich auch mal ausprobieren. Auch wichtig ist, nicht vergessen, vom Goethe-Institut gibt es auch sehr viele Spiele und sollte man ständig auf die Seite gehen und sich das mal angucken. Zum Beispiel auch hier die Stadt der Wörter. Es gibt auch Apps für Android und ich glaube auch für Apple mit einem Lesekrimi. Und das ist eigentlich sehr interessant. Und also das kann man da eigentlich auch oft hineingehen. Eine andere, wenn man Erwachsene oder ältere Schüler hat, gibt es von dieser Agency, von der UN, gibt es dieses Spiel, sagen wir mal so, deswegen meine ich, dass es eigentlich für ältere Schüler oder für Erwachsene ist, das zum Thema Flüchtlinge ist. Und es ist ein Mädchen, das flüchten muss. So, mal sehen, ob ich das hier. Ich habe hier keine Adobe Flash. Also, hatte mal. Schaut es euch mal an. Ich werde nachher meine Präsentation Nadia zuschicken. Wenn sie dann das weiterhin zuschicken wollt, dann könnt ihr euch durchklicken und dann kommt ihr auf diese Seite und ihr könnt es dann sehen. Es ist ein Spiel für Erwachsene, weil da wirklich Sachen vorkommen, die Soldaten, die Leute transalieren oder wie die Familien flüchten. Aber es ist ein bisschen von der Geschichte von den Menschen, die sie gerade durchleben. Und es hilft dazu, dass die anderen auch ein bisschen Verständnis für die Situation haben können, die diese Kinder durchmachen mussten.
Dann eine andere Form, schnell etwas zu gamifizieren, das können auch die Kinder machen. Learning Snacks, das ist ganz süß. Es gibt auch einige, die gemacht sind. Und mal sehen, habe ich hier einen Snack? Also man kann hineingehen und das sind verschiedene Fragen, Antworten. Also es ist ganz einfach, es ist sehr simpel. Deswegen meine ich, das ist auch etwas, das die Schüler selbst erstellen können. Eine kleine Einführung, Momentchen. Und irgendwann mal kommt, also das entweder A oder B. A ist richtig, dann bekomme ich eine Münze. Dann habe ich hier noch eins. Und das geht ganz schnell und einfach zu machen. Das kann ich im Unterricht schnell einsetzen. Eine andere Option, die auch viele Spiele hat, und ist H5P. Da muss man ein bisschen programmieren können. Es war besser früher, aber durch die ganz große Anzahl Menschen, die durch die Pandemie zu Hause gearbeitet haben, das benutzt haben, hat man eingeschränkt die Anzahl der Aufgaben, die kostenlos sind. Und es ist sehr teuer. Also das ist nur etwas, was eine Institution, wenn es gibt 7 verschiedene Aufgaben, die kostenlos sind. Und wenn die Institution das nicht bezahlen will, ist das natürlich schade, aber selbst kann man das nicht finanzieren. Aber wie ihr seht, gibt es viele Optionen, zum Beispiel Wörter finden und man kann Diktate machen und man kann interaktive Videos machen, die sehr schön sind. Also ja. Es ist schade, aber leider hat sich das in den letzten Monaten geändert und ich kann das nur bis zu einem gewissen Punkt empfehlen. Im Prinzip war das so ein bisschen ganz kurz, was ich über Gamification erzählen wollte und euch ein paar von diesen Seiten zeigen.